unsere Zusammenarbeit mit dem Klaus Eckerl dauert jetzt schon 5-6 Jahre an. Und sukzessive haben wir da ein sehr schönes Portfolio an Expandern und Extendern mittlerweile im Programm. Der mit Abstand beste Pelix 2 Extender kommt aus dem Hause IBI Optics. Und es gibt wohl kein Rentalhaus auf der Welt, wo wir nicht mindestens ein oder zwei dieser Extender hinverkauft haben. Und basierend auf diesem Know-how haben wir sehr früh auf die neue Entwicklung noch größerer Sensoren, den sogenannten Vista Vision Sensoren, gesetzt. Wir haben vor 2 Jahren schon den S35 auf 8K Expander entwickelt. Auf Basis dieser Erfahrung haben wir zusammen ein Projekt gestartet, das sich Raptor nennt. Das sind die ersten Vollformat 1:1 Makroobjektive. Das größte Alleinstellungsmerkmal dieser Objektive ist einfach die Qualität der Mechanik und der optischen Leistung. Die Objektive haben wir dieses Jahr auch schon an Ari Rental ausgeliefert mit einem XPL-Mount. Und das beantwortet die Frage des Bilddurchschnitts dieser Objektive. Die Objektive sind also in der Lage, mit dem XPL-Mount sogar einen 60mm Sensor, wie ihn die Alexa 65 hat, abzudecken, zu covern. Die neuesten Produkte haben wir auf der NAB schon vorgestellt, aber jetzt sind sie verfügbar. Das ist einmal ein VV-x2 Extender, der direkt in den PL-Mount des Objektivs passt, der im Endeffekt die Brennweite verdoppelt. Daraus kann man aus einer 180mm dann eine 360mm Makro-Optik generieren und kommt auch, wenn der Abstand mal ein bisschen größer ist, extrem nah ran. Das Gute an dem Extender ist die Tatsache, dass sich der minimale Arbeitsabstand von der Frontlinse zum Objekt nicht verändert. Und dementsprechend kann man natürlich Aufnahmen machen, die man so bisher noch nicht realisieren konnte. Als nächstes haben wir den Velociter jetzt. Der geht in die andere Richtung, der verkleinert den Bildkreis, sodass das Großformat-Objektiv auch für S35 verwendet werden kann. Mit dem großen Vorteil, dass wir fast eine ganze Blende gewinnen. Und dann hat man ein Makroobjektiv mit einem T-Stop 2.3. Das natürlich schon sehr gut ist. Auf der Messe haben sich im Endeffekt hat schon jeder unserer Raptoren-Kunden diesen Velociter bestellt. Eine absolute Neuigkeit ist die neue 60mm Makrobrennweite, die dann natürlich mit dem Velociter zum Beispiel eine 48, also 50mm in S35 sein wird. Und dann haben wir auch eine weitwinkligere Optik im Programm.